Brova Golem bringt ein Triple New England IPA jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich habe euch ja den Arthur von Brova Golem vorgestellt. Und diese Brauerei, die aus Posen kommt, die hat sich offensichtlich in hebräische Schrift bzw. auch jüdische Begriffe verliebt. Und deshalb gibt es jetzt das, ja, ich habe mir sagen lassen, es spricht sich aus Ovech, Ovech, Ovech. Also das hier, das ist... Das ist, wie gesagt, das sind die Schriftzeichen. Und Ovech steht für trüb, diffus. Englisch würde man hazy sagen. Und so hat es mir der Arthur präsentiert. Das hazy, hazy, hazy. Und deswegen steht es hier auch unten. Hazy TIPA, also Triple IPA. Und 24 Grad Stammwürze, 9,5 Volumenprozent Alkohol. Und habe das Bier so ein bisschen auf, naja, 8, 9, 10 Grad kommen lassen. Ich glaube, bei den technischen Daten ist das mehr als angebracht. Und es wurden Pilsnermalz in diesem Bier verwendet und Weizenflocken und Haferflocken. Das spricht ja schon mal von der Rezeptur her sehr für ein New England IPA. Hopfentechnisch Galaxy, Amarillo, Simcoe, Citra und Mosaik. Also alles, was der amerikanische Hopfen so hergibt, ist da drin. Und es ist jetzt eher ein, ja, etwas dunkleres, bernsteinfarbenes, goldenes Bier, ein Fingerbreit Schaum oben drauf und ja, hat auch eine schöne beige Cremigkeit, haftet eher durchschnittlich gut am Glas. Oh, das ist jetzt spannend, weil das sind so überreife tropische Früchte. Ist auch ein bisschen Alkohol mit dabei. Schöne Karamellsüße. Und so eine harzige Hopfennote. Oh, cheers. Boah. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist kräftig süß. Hallo. Boah. Und es hat tropische Frucht mit dabei, es ist Orangenschale mit dabei, es ist auch Alkohol mit dabei. Also aus diesen 9,5 Volumenprozent macht man kein Geheimnis. Aber auch diese tropische Frucht ist wieder sehr, sehr reif. Also es fühlt sich so eine reife Mango. Karamell ist jetzt kein wirklich typisches New England IPA, würde ich sagen, sondern es ist tatsächlich ein Triple IPA. Ist auch nicht ganz so milkshakig und auch von den technischen Daten her natürlich eher was so ein klassisches West Coast IPA angeht, aber dann eben, wie gesagt, in der Triple-Version. Hat so eine leichte Öligkeit in der Textur. Mittlerer bis kräftiger Körper. Kohlensäure ist ja durchschnittlich. Man erfrischen muss es bei den technischen Daten ja auch überhaupt nicht sein. Und es ist recht süß. Und wahrscheinlich fängt diese Süße noch einiges von der Bittere ab. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, ich finde es, auch wenn es keine unnatürliche und unangenehme Süße ist, ich finde es ein Tick too much, was die Süße angeht. Es drückt vermutlich viele andere Geschichten so ein bisschen in den Hintergrund, die aromatisch bei diesem Bier sicher noch da wären, aber eben von der Süße ein bisschen abgedeckt werden. Es kommt hinten im Nachtrunk eine leichte alkoholische Wärme dazu. Auch das bei den 9,5 Volumenprozent Alkohol etwas, was durchaus verständlich ist, aber was eben in der Kombination mit der Süße nicht so, so 100% passt. Trotzdem tolles Triple IPA, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ovech, Ovech, Ovech von Brova Golem. Und es ist vermutlich auch eins der wirklich stärkeren Biere, die diese Brauerei zu bieten hat. Und deshalb von ProbierTV für das Ovech, Ovech, Ovech von Brova Golem 4 von 5 möglichen Punkten für das Ovech. Ich sage es gerne nochmal, Ovech, Ovech, Ovech. Und ich bin jetzt auch Ovech. Ich sage danke fürs Zuschauen.
Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und wir uns morgen wiedersehen beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.